Hallo alle zusammen und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Micky, soll ich einen Kuss? Ja, fein. Ja, Patzelchen. Wir gehen jetzt unsere Mittagsrunde. Es ist schon ein bisschen später. Ach, da gähnst du, ne? Ja. Wir saßen bis gerade am Schreibtisch. Ich hatte noch einen Call. Deswegen ist es jetzt, ihr Süßen, ja, es ist jetzt höchste Zeit, dass wir spazieren gehen. Eigentlich starten wir unsere Mittagsrunde immer so gegen 13, 14 Uhr. Jetzt ist es 14.30 Uhr, deswegen gehen wir los. Ich trinke noch gerade einen Schluck von meinem Kaffee, der auch schon kalt geworden ist wahrscheinlich, oder? Ja, er ist kalt und schmeckt nicht mehr so gut, aber den trinken wir dann gleich noch weiter. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video und wünschen euch viel Spaß dabei. Kurzer Outfit-Check. Wir haben Gummistiefel an von Hunter, kuschelige Wollsocken, dann eine Teddyfelljacke, den passenden Rudelhut Hoodie so rum und dazu passend in beige die Luna Leine mit dem Kaki-Beutelspender hier dran. Und Milka ein bisschen mehr Begeisterung, ja? Milka trägt das Luna-Halsband und Toffi das Luna-Geschirr. Seid ihr bereit? Na los, komm. Ja, los geht's. Süß, die beiden. So, und wir werden noch den Dummy mitnehmen. Den wollte ich den beiden nämlich ein bisschen verstecken. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und wir starten jetzt. Nee? Geht's jetzt los? Na los, komm. Wir gehen jetzt hier gerade spazieren, unsere Runde. Den Dummy habe ich mit. Schmeiß ich jetzt da einfach mal so hin. Gehe ein Stück weiter und dann lasse ich sie den gleich suchen. Wenn Milka da zu Ende Pipi gemacht hat. Milka! Toffi, komm hier! Komm hier! Fein Sitz. Prima! Toffi hat gerade schon Ärger bekommen, weil sie Quatsch gemacht hat. Milka! Weil sie Quatsch gemacht hat. Weil ich halt filme. Da merkten die direkt wieder so, oh jo, sie ist abgelenkt. Sit! So, sit! Milka, Toffi, such! Toffi ist bei sowas halt richtig krass motiviert. Milka nur, wenn man sie getrennt suchen lässt. Toffi hat den schon. Fein, komm hier. Gut, ups. Pili, jetzt habe ich nicht geguckt. So, ich brav. Und da ist Essen drin. Die bekommen nicht bei jedem Mal etwas. So bei jedem dritten Mal vielleicht. Okay, jetzt sind beide hier richtig angefixt. Die finden es halt total toll mit dem Dummy, ne? Und wir gucken immer, dass wir variieren unter der Woche, dass wir mal was mit dem Dummy machen, mal Leinenführigkeit, mal ich einfach nur mit denen mit dem Ball oder irgendwie was spiele. Oder halt einfach mal gar nichts machen und wir einfach nur spazieren gehen. Was ich aber super wichtig finde oder was so mein Grundsatz ist eigentlich, dass ich die nichts vom Boden aufsammeln lasse. Sprich, ich werfe keine Leckerlis irgendwo hin und lasse sie die suchen, dass sie überhaupt gar nicht erst auf die Idee kommen, etwas selbstständig zu suchen und das zu fressen. Weil dann ja der Hund lernt, okay, geil, ich suche es und nehme es mir einfach und fresse es. Und dann auch mehr die Gefahr besteht, dass irgendwie sowas gefressen wird. Wobei, Toffi, bei dir müssen wir echt mal gucken. Toffi ist ja so die Kandidatin gerade. Dass sie alles einsammelt, du kleine Nuss. Ne? Das wollten wir gerade hier eigentlich ein bisschen mit dem Dummy machen. Aber es ist so witzig, die stellen sich wirklich schon von selber so hin. Und, wie soll ich sagen, bieten sich an. Mäusis. Wir wollten eigentlich gar nichts filmen, aber Toffi, die stellt sich dann immer so auf diese Baumstumpfe und posiert. Also ganz im Ernst. Milky, hast du ihr das beigebracht? Ja? Wir sind wieder zu Hause angekommen und Milka und Toffi bekommen jetzt hier einen kleinen Snack. Ein Stückchen Lachshaut. Und ich setze mich nochmal an den Schreibtisch, bevor es dann zum gemütlichen Teil des Abends übergeht. Rausgeht, lasse ich den Tag gerne mit einer Tasse Tee und einer Kerze ausklingen
Und ja, Milky sitzt da hinten schon und wartet, dass ich mich gleich zu ihr aufs Sofa setze. Meine allerliebsten Kerzen sind die von Ava und May, besonders die Skandinavia-Linie, insbesondere Schweden mag ich richtig gerne. Die riecht total angenehm holzig, als wäre man im Wald in Schweden, da erinnert die mich immer dran. Dazu passend habe ich mir auch direkt den Raumduft und das Raumspray gegönnt. Das gibt es als Set. Und an den Duftkerzen ist das Besondere, dass sie aus Sojawachs bestehen und biologisch abbaubar sind und wirklich sehr natürlich und nicht zu aufdringlich riechen. Das ist mir immer besonders wichtig, vor allem mit Milka und Toffee. Und ja, deswegen finde ich, weniger ist mehr, aber ich persönlich mag die Düfte sehr gerne. Zudem sind sie in Europa produziert und vegan und tierversuchsfrei. Natürlich für alle, die neugierig sind, habe ich auch einen Code, der da lautet CAROGO. Ich werde euch den Code einfach unten mal verlinken. Mit dem bekommt ihr 40% auf alles plus eine Mini-Kerze eurer Wahl. Toffee stehen gerade auf, sie haben beide Hunger. Ich habe gerade noch ein bisschen bei Insta rumgeguckt. Ein bisschen länger als eigentlich geplant. Und wir werden jetzt nochmal schnell rausgehen, Pipi machen, ne, ihr Süßen? Ja, und dann gibt es auch schon Abendessen für die beiden. Ich habe jetzt hier gerade den Kevin vom Haus getroffen und jetzt gehen wir noch eine kleine Abendrunde zusammen spazieren, bevor wir dann etwas kochen. Ne? Und es ist schon total dunkel, wobei, wie spät ist es denn? 7? Ja, krass. Und kalt, wie man sehen kann. Naja, genau, Milka Toffee. Ich bin voller Vorfreude. Aus Skandinavien. Sie. Ja, total. Oder hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Und Fika und so. Also das Schwedische, was war das denn? Brötchen. Milka! Milka, komm mal her. Kommt dein Auto hoch? Nee, gut. Ich dachte, ich höre ein Auto. Voll süß. Habt ihr Hunger, ne? Ich bereite jetzt das Abendessen von Milka und Toffee vor, die hier schon ganz hungrig hinter mir warten. Kurz ein paar Worte zu ihrem Futter. Sie bekommen beide nach wie vor das gleiche. Milka bekommt von Platinum die Sorte Lamm und Reis. Das ist so ein halbtrockenes Futter. Und die Toffee bekommt Feuchtfutter. Das ist das Menü Chicken. Da fragt ihr ganz oft nach, warum sie nicht das gleiche bekommen. Das ist aus dem einfachen Grund, weil Toffee besser Huhn verträgt und besser Feuchtfutter verträgt. Und Milka einfach wirklich jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren, 5 Jahren die Sorte Lamm und Reis bekommt von Platinum, das super verträgt und ich da auch keinen Grund sehe, deswegen zu wechseln. Zusätzlich bekommen sie dann noch ein hochwertiges Öl ins Futter. Da nehmen wir entweder das Lachsöl von Pets Deli oder mal als vegane Variante das Bio-Hanfsamenöl von Hungry's. Das würde ich den beiden jetzt hier zubereiten. Oh mein Gott, die sabbern da schon. Und dann gibt es Abendessen. Ne, ihr süße Lies? Fein. So, Milka und Toffee essen gerade zu Abend. Ist in Ruhe, Schatz. 21 Uhr, sagt der Kevin. Das ist gerade. Ich sitze hier auf dem Sofa. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Toffee liegt da drüben in Milkas Körbchen und schläft. Und Milka liegt hier. Seht ihr sie? Neben mir auf dem Sofa und schläft. Sieht man nicht so richtig. Ja, ich werde jetzt auch ins Bett gehen und dann lesen wir noch ein bisschen und dann geht's auch schon schlafen, weil ich morgens oder wir morgens immer recht früh aufstehen. Deswegen gehen wir auch dementsprechend früh ins Bett. Ja, ich hoffe, euch hat die Abendroutine gefallen. Könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie eure Abendroutine im Herbst so ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao!